Möchtest du das Beste für deinen Wagen? Du schaust dir bereits unsere Tutorials an. Dann der richtige Reflex für Schnappschüsse ist, auf der Mr. Auto abzukaufen. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten TRW-Spurstangenköpfe als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern. Für den Spurstangenkopfwechsel an deinem Fahrzeug müssen die Räder abgenommen werden, damit du vollen Zugang zum Lenksystem hast. Hebe den vorderen Teil des Autos an. Stelle das Fahrzeug auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens vor diesem Schritt das Tutorial »Deinen Wagen sicher anheben« anzuschauen. Vergiss nicht, die Räder unter das Fahrzeug zu schieben. Du kannst nun den Spurstangenkopf sehen. Die zu entfernenden Teile sind häufig verklemmt. Du kannst sie abbürsten und ein Kriechöl verwenden, um den Vorgang zu erleichtern. Mache mit einem Markierstift eine Markierung zwischen der Schubstange und dem Spurstangenkopf. Du wirst diese später beim Ausbau und beim Wiedereinbau benötigen. Löse mit einem 22er Maulschlüssel die Haltemutter des Spurstangenkopfs auf der Seite der Spurstange. Halte den Spurstangenkopf mit einem 21er Schlüssel fest, damit er sich nicht dreht. Die Kontermutter soll verhindern, dass sich die beiden Teile untereinander verdrehen, was sich auf die Achsvermessung deines Fahrzeugs auswirken könnte. Verwende nun einen 19er Maulschlüssel, einen Steckschlüssel und einen 5mm Inbusschlüsseleinsatz und löse die Haltemutter des Spurstangenkopfs. Wenn du keinen Spurstangenentferner hast, nimmst du einen Hammer und schlägst damit auf die Mutter, die du auf das Ende des Schraubengewindes gesetzt hast. Der Spurstangenkopf sollte sich vom Drehgelenk lösen. Schlage nur auf das Drehgelenk, wenn du den Spurstangenkopf wechselst. Sonst könntest du das Gewinde beschädigen. Löse den Spurstangenkopf unter Beachtung der Markierung und zähle dabei, wie viele Umdrehungen notwendig sind, um den Spurstangenkopf zu entfernen. So kannst du beim Wiedereinbau die ungefähre Einstellung feststellen. Damit es noch genauer wird, empfehlen wir dir, den Abstand zwischen der Kontermutter und dem Ende des Spurstangenkopfs mit einem Messschieber zu messen. Dennoch musst du nach diesem Vorgang eine Achsvermessung bei einem Fachmann durchführen lassen. Entferne die Kontermutter der Schubstange. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Du findest die im Video verwendeten TRW-Teile und Produkte als Link in der Beschreibung. Nimm dir die neue Spurstange zur Hand und löse die mitgelieferten Kontermuttern. Schraube die Kontermutter fest bis zur Distanz, die du mit dem Messschieber gemessen hast. Setze den Spurstangenkopf wieder ein, bis er an der Kontermutter anliegt. Bürste mit einer Drahtbürste das Drehgelenk ab. Und trage dann Silikonfett auf den flachen Teil auf, der später mit dem Balg des Spurstangenkopfs in Berührung kommt. Fette auf keinen Fall das Innere des Kegels ein. Um den Spurstangenkopf mit seinem Drehpunkt auszurichten, ohne die Einstellung der Kontermutter zu beeinflussen, drehe das Axialgelenk mit einem Maulschlüssel. Setze das Kugelgelenk wieder in das Drehgelenk ein. Bringe die Mutter wieder an, die mit dem neuen Teil mitgeliefert wurde, und ziehe sie mit einem 19er Schlüssel, einem Steckschlüssel und einem 5mm Inbusschlüsseleinsatz fest. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Ziehe die Kontermutter abschließend fest, während du den Spurstangenkopf mit einem 21er Maulschlüssel festhältst, um ihn nicht zu beschädigen. Du kannst dann die Räder wieder an deinem Wagen anbringen. Während dieses Vorgangs greifst du in das Steuerungssystem deines Wagens ein. Eine fachmännisch durchgeführte Geometriekontrolle garantiert die perfekte Einstellung und Funktion deines Steuerungssystems. Stelle dein Auto wieder auf den Boden
und blockiere die Räder gut. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!